Guten Nachmittag. Ja, ich muss jetzt mal ergänzen, weil ich, ach Mensch, Leute, ja natürlich, ich kann nicht verlangen, dass alle sämtliche Bücher gelesen haben. Wenn es um das Thema Angst, Wissen, Bildung und so weiter geht, da wird immer wieder versucht, neue Bildung zu definieren. Wir müssen alte Worte, die ihren Sinn bereits lange etabliert haben, die müssen wir nicht neu definieren, zum Beispiel. Und wir müssen auch nicht sagen, ja, die Bildung ist nur dafür da, dass wir ausgebeutet werden. Nur? Nee, im Gegenteil. Nochmal zu Angst und Wissen. Das ist schon weit, ach, das war noch 2020. Da hat T-Online mal gemeldet, mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst vor Corona. Haben die damals gesagt. Ich habe gesagt, Leute, gebraucht euren Verstand, habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen. Sapere aude. Naja, gut. Okay. Oder gestern. German Angst, hat mich einer darauf hingewiesen. Ich soll lieber German Angst das aussprechen. Ja, klar. Die Leute lachen über uns, klar. Ja, logisch. Aber auch, halt du sie mir dumm, ich halte dir fromm. Ja, okay, gut. Ich halte dir arm. Ja, kenne ich auch. Schon gut. Worum geht's? Nochmal ganz kurz. Angst gegen Wissen. Gegen, ne? So wie bei Gericht. Juristen nutzen dieses Zeichen gern. Angst gegen Wissen. Wenn ich etwas befürchte, ich bin ja hier in German Angst nochmal drauf eingegangen. Wenn ich etwas befürchte, dass es eintritt, und ich mache schon die Fehler, dass ich sage, naja, was soll denn eintreten? Was für ein Blödsinn. Oder, solche Dinge. Ja, dann weiß ich nicht genug darum, um diese Dinge, die da eintreten könnten. Automatisch habe ich Angst. Oder eine ganz einfache Situation, ohne große Angst, aber jeder kennt so ein bisschen die, vielleicht auch die, ja, so ein bisschen den Dampf, wenn man auf der Bühne steht und sagt, oh, heute stehe ich das erste Mal mit diesem Lied auf der Bühne und hoffentlich klappt alles, ne? Lampenfieber, sagt man da einfach. Man hat ein bisschen Angst, natürlich. Man hat Angst, dass es nicht klappt, weil man ja schon gemerkt hat, dass es schon ein paar Mal nicht klappte, obwohl es hätte klappen müssen. Und so weiter. Ja, das schon. Aber wenn ich etwas ganz sicher weiß, oder ganz sicher kann, dann habe ich auch keine Befürchtung, dass es schief geht. Oder dass es mich bedroht. Oder. So einfach ist es. Leute, bleibt einfach, bleibt cool. Einfach cool bleiben. So. Und jetzt immer wieder. Wissen. Ja, das kann ich beim Kind nicht anders reinbekommen, als dass ich es ihm erzähle, ihm beibringe. Das Kind bilde. Ihm ein Bild mache oder mehrere Bilder mache. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Bildung. Ich bin ein Bildungsfan. Absolut. Sagt man mir auch überall nach. Und deswegen sage ich, Leute, um hier herauszukommen und dass die uns dann nicht überrollen, die Schnarchenden, macht was. Egal wie, immer wieder. Bleibt am Ball. Auch bei euren Kindern, Enkeln. Macht was. Aber macht's gut. Einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und gute Nacht. Nee, macht was, aber macht's gut, ne? Tschüss, bis dann.